Hallo alle zusammen, ich habe hier die neuen Gewürzständer, die man an die Wand festkleben kann, mit diesen durchsichtigen Klebepads. Und die Klebepads, die öffnet man hier letzten Endes, kann sie dann auf eine saubere Oberfläche kleben und die werden dann hier eingehängt, die Gewürzregale. Das funktioniert wahrscheinlich ganz gut, gucken wir später nochmal. Ich möchte hier nur sagen, es gibt drei unterschiedliche Größen, die großen, die mittleren und die kleinen und nicht alles passt überall rein. Also diese kleinen Gewürze, zum Beispiel von Ostmann, passen zum Beispiel hier rein. Die etwas größeren von Fuchs passen dann nur hier rein. Hier haben wir so von Ikea welche. Da passen die hier rein. Hier passen nur die größeren rein. Das sind von Amazon welche. Die passen ebenfalls nur hier rein. Wenn man jetzt Putzmittel verwenden möchte, würde das natürlich hier überall irgendwie reinpassen. Aber nur hier würde das so reinpassen. Ja, und andere Putzmittel, die würden tatsächlich hier reinpassen. Oder ja, solche Sprühflaschen passen dann leider nicht mehr hier rein, müsste man ein bisschen schräg rein tun. Nachdem man das Ganze jetzt hier festgedrückt hat, kann man den Korb einhängen. So rum. Und man sieht schon, diese Klebepads halten viel aus. Der Korb, den kann man auch ein bisschen nach links und rechts schieben. Und ja. Man soll jetzt 24 Stunden warten, bevor man diesen Korb belastet. Wahrscheinlich damit diese Klebepads hier sich besser verbinden. Und dann kann man das Ganze verwenden und beispielsweise Reinigungsmittel hier reingeben und das Ganze sehr gut verstauen und das Chaos ein bisschen aufräumen.